Es ist kaum vorstellbar, was alles in dieser Zeit passiert. Jetzt haben wir dieses neue Lebensmittelgesetz seit dem 24. Januar 2023, was da in Kraft getreten ist und was es erlaubt, dass zukünftig in unseren Lebensmitteln alle möglichen Insektenarten verwendet werden dürfen. Es wird so dargestellt, dass es gut für uns wäre, aber es hat einen ganz anderen Hintergrund und diesen wirst du heute in meinem Video erfahren. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianna Kardinal und ich habe dieses wichtige Buch geschrieben, das kosmische Wissen von den Plejaden. Wenn du dich dafür interessierst, unter dem Video ist ein Link. Ja, und jetzt kommen wir zu diesem Igitt-Igitt-Thema. Es wurde ja einfach über unsere Köpfe beschlossen, dass jetzt ab Januar, ab sofort eben in Lebensmitteln diese Insekten beigemischt werden dürfen. Es wird uns so erklärt, dass es eine gute Sache ist, weil es den Klimawandel schützt. Und wenn man jetzt ein Rind anschaut, das hat jetzt einen viel höheren CO2-Abdruck als wie ein Huhn oder ein Insekt. Natürlich, das verstehen wir. Aber ob das den Klimawandel wirklich unterstützt, ist die große Frage. Denn wenn du guckst nach Davos oder zu diesen ganzen anderen Treffen, die Herrschaften reisen ja mit Flugzeugen an oder mit Hubschraubern oder sonstigen. Das ist ein sehr, sehr großer CO2-Verbrauch und tatsächlich sollte man da dann auch etwas tun, um es jetzt mal ganz lieb zu sagen. Wenn man schaut, dass jetzt, also dieses Gesetz mit den Insekten ist jetzt da und es wird jetzt auch noch durchgeführt, es wurde über unsere Köpfe einfach so beschlossen, aber die Lösung ist es nicht. Oder meint ihr, dass es die Lösung ist, zum Beispiel zu der militanten Veganerin, die auch Videos postet? Da könnte man sich nochmal informieren. Wenn du jetzt zum Beispiel Vegetarier bist und sagst, ach, ich esse gerne Avocados und das ist ja kein Fleisch, sondern es ist wirklich eine Frucht. Und dann tust du aber unbewusst auch etwas dafür, dass die Tiere sterben, denn durch das Abroden der Wälder oder der Lebensformen können viele Affen nicht mehr überleben und sterben deswegen. Und das ist dann auch nicht vegetarisch. Ich denke aber, das wisst ihr, das habe ich vor vielen Jahren auch schon mal eine Sendung über die Avocado selbst gemacht. Ich wünsche mir eine ganzheitliche Lösung, die wirklich auch das Problem für alle so macht, dass wir damit gut zurechtkommen. Und jetzt isst ja hier im europäischen Raum niemand gern Insekten. Oder vielleicht gibt es ja tatsächlich Menschen, die sagen, ja klar, ich mache das und mir gefällt das. Ich meine, jeder sollte sich jetzt da dafür seine eigene Meinung bilden. Und das Schlimmste ist ja, finde ich, wenn man ein Tier isst, dieses Sterben der Tiere. Und das sagt die geistige Welt auch, der Erzengel Raphael, etwas ganz Wichtiges dazu. Das werden wir nachher in der Botschaft hören. Ich habe jetzt etwas vorbereitet, das werden wir uns zusammen anschauen. Und da wird nochmal ganz deutlich, was die ganze Zeit schon gemacht wurde und was noch alles auf uns zukommt. Und jeder sollte für sich selbst überlegen, wie er dann mit diesen Dingen umgeht. Jetzt schauen wir uns das mal an. Hier seht ihr also jetzt eine Webseite, die erklärt, in welchen Lebensmitteln schon die ganze Zeit Insekten enthalten waren. Und zwar haben wir hier den Getreidelschimmelkäfer. Der war schon in getrockneter und gefrorener, pulverisierter und pastenartiger Form in Backteigwaren, Cerealien und Snacks verwendet. Das war schon. Und wir haben das wahrscheinlich meistens unbewusst gegessen. Hier gibt es eine Liste und da geht es, wenn um den Zusatzstoff E120. Wenn das auf der Packung steht, dann ist dieses rote Karmin in diesen Lebensmitteln enthalten. Das heißt, es besteht aus ausgekochten und zerquetschten Scharlachschildläusen, aus denen ein roter Farbstoff gewonnen wird. Also das ist eigentlich nur ein Farbstoff
Und dieser kommt meistens in Süßigkeiten vor, wie zum Beispiel diesen Produkten. Das sagt also diese Webseite. Und ihr könnt euch das selber mal durchlesen. Der Link ist auch unter meinem Video zum Anschauen. Dann haben wir den anderen Zusatzstoff, der heißt 904. Und das sind harzartige Ausscheidungen der Gummilackschildlaus. Und sie wird auch Shellac genannt. Also wenn ihr auf eurer Packung Shellac lest, dann ist es ganz klar, es sind hier Insekten in der, ja, Schokolade zum Beispiel enthalten. Schaut, hier ist diese Liste, wo das vorkommt. Und ich habe es auch selber mal getestet. Und zwar hier könnt ihr gucken, das ist so, was ist, das ist drin. Und da steht hier unten in der Inhaltsstoffe Zutatenliste Vollmilchschokolade 50%, Zucker, Vollmilchpulver und so weiter. Das ist alles gut. Sojalecithin ist auch nicht tragisch. Aber hier unten kommen wir dann zu Shellac. Hier ist also tatsächlich dieser Shellac drin, was wir gerade besprochen hatten. Und jetzt gehen wir mal wieder zu der anderen Seite. Da wird jetzt vorgestellt, was zukünftig, in welchen Lebensmitteln zukünftig jetzt auch Insekten sein werden, sagt man hier. Und dann hat man also Backwaren, das heißt, wenn du einen Kuchen kaufst, Vorsicht, oder bierähnliche Getränke in Crackern oder Brotstangen, Getreideriegeln. Also es ist eine ganz lange Liste, ja, Teigwaren, Soßen, Kartoffelerzeugnisse. Lest euch am besten selber durch. Es ist breit gefächert, sehr, sehr breit gefächert. Und jetzt mache ich mal wieder groß. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Also ihr seht, es ist ein riesengroßes, breit gefächertes Angebot, wenn du so willst, wo überall in unseren Lebensmitteln die Insekten beigemischt werden, zukünftig. Es ist jetzt so, die Lebensmittel werden nicht extra gekennzeichnet. Allerdings muss hinten bei den Inhaltsstoffen dann draufstehen in Deutsch oder in Lateinisch, welches Insekt drinnen ist. Das heißt für uns, wir studieren in Zukunft ganz genau, was da hinten draufsteht und hoffen, dass wir dann auch nicht belogen werden, dass es tatsächlich stimmt. Für uns heißt es, für die spirituellen Menschen heißt es, dass wir uns noch mehr schützen, dass wir unser Licht noch mehr verstärken. Und wir wissen ja, wir sind nicht allein. Und die Botschaft, die jetzt gleich kommt, wird uns aufklären und wird uns Kraft und Sicherheit geben. Das kann ich schon mal auf jeden Fall sagen. Ihr Lieben, verzweifelt nicht. Es gibt immer wieder Alternativen und es wird, da bin ich mir sicher, auch extra Lebensmittel geben, die so gekennzeichnet sind, keine Insekten. Denn das ist das, was der Verbraucher ja will. Es wird ja jetzt nicht unbedingt in Freude angenommen, denn gerade hier bei uns in Europa ist man eher gegen diese Insektensachen. Und es ist ja letztendlich nur eine weitere Tierart, die getötet wird. Und das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja nicht laufend Tiere töten und vielleicht auch noch auf brutalste Art. Was weiß denn ich? Ja, gut. Auf jeden Fall lade ich euch jetzt ein zu dieser Botschaft von der geistigen Welt. Ich sprühe mich schon mal ein mit meinem Auraspray. Und das war übrigens mein Ursprungsspray. Das verbindet mich mit meiner Ursprungskraft und gibt mir den Zugang zu meiner Seelenenergie, zu dieser reinen Liebesenergie. Und mit dieser Energie werde ich jetzt die Botschaft von Erzengel Raphael übertragen. Schön, dass du hier bist. Und wenn du immer gerne die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, dann darfst du gerne meinen Kanal abonnieren, das Video liken und teilen. Ich danke dir. Geliebte Menschen,
Geliebte Herzensmenschen, hier spricht Erzengel Raphael. Ich begrüße euch voller Liebe und Achtsamkeit. Es ist mein Licht, was jetzt zu dir fließt. Es ist meine Liebe, die dich jetzt umarmt. Spüre meine Energie und fühle dich beschützt und geliebt. Ich spreche heute zu allen Menschen über die Art und Weise, wie ihr euch ernährt. Und ein jeder von euch ist uns willkommen und geliebt. Ihr seid sehr viele und ihr habt verschiedene Nahrungsmittel zur Verfügung. Viele von euch haben bestimmte Essensgewohnheiten im Laufe ihres Lebens entwickelt. Die Gewohnheiten können euch entweder in eurer spirituellen Laufbahn unterstützen oder hemmen. Bitte beachtet, dass jedes Tier eine Seele hat und leidet, wenn es brutal umgebracht wird. Diese Todesangst kann durch den Verzehr dieser Tiere übertragen werden. Und diese Todesangst kann bei manchen Menschen die spirituelle Entwicklung hemmen oder verlangsamen. Sie kann euch auch schneller altern oder leichter krank werden lassen. Die Gegenseite weiß dies und versucht euch damit unbewusst zu beeinflussen, damit sie euch leichter lenken können. Sie versuchen mit diesen Maßnahmen euren freien Willen zu brechen. Dadurch, dass jetzt in euren Speisen möglicherweise Insekten heimlich gereicht werden, kann sich die unbewusste Angsteinflößung durch die Medien in euch vergrößern. Dies ist eine geschickte Manipulation der Gegenseite, die euch unbemerkt beeinflussen möchte. Die Gegenseite weiß, dass in der aktuellen Zeit viele Menschen erwachen werden und sie haben Angst davor und sie möchten dies mit allen Mitteln verhindern. Jedoch werden wir, die lichten Wesen, euch alle davor schützen, manipuliert zu werden. Ihr sollt wissen, dass ihr niemals alleine seid und dass wir jeden einzelnen von euch achten, so wie er ist. Wir sind bei euch und auch wenn ihr uns nicht immer sehen könnt, werdet ihr uns fühlen. Engel Raphael sagt zu dir, dass wenn du etwas isst und nicht weißt, dass in diesem Lebensmittel tierische Produkte enthalten sind, dass du dann nicht vom Karma betroffen bist und auch nicht in deiner spirituellen Entwicklung gehindert wirst. Denn solange du nicht weißt, dass du unbemerkt etwas Tierisches isst, entsteht kein Karma. Und die Todesangst wird nicht übertragen. Engel Raphael bittet dich, dennoch in Zukunft sehr achtsam zu sein und dich genau über das, was du isst, zu informieren. Es ist wichtig, dass ihr bewusster werdet und nur Produkte nehmt, denen ihr vertraut. Es ist ein großer Bewusstseinswandel im Gange und ihr alle könnt dazu beitragen, dass alles gut wird. Ihr seid so viele und ihr habt mehr Kraft, als ihr denkt. Habt keine Angst und vertraut, denn wir, die geistigen Wesen, empfangen die Seelen aller Tiere, welche getötet wurden, in Liebe und bringen sie in den Raum der Heilung, der extra dafür vorgesehen wurde. In diesem energetischen Raum bekommen die Seelen den energetischen Ausgleich der Liebe für ihr Opfer und Heilung für die Traumen, die sie erlebt haben. Sie bekommen einen besonderen energetischen Strahl, welcher sie auszeichnet und zukünftig schützt. Dies alles gehört zu der großen Wandlung, in welcher ihr euch gerade befindet.
Und es ist ein notwendiger Entwicklungsprozess, durch den ihr alle durch müsst, der euch aber letztendlich zum Erwachen für jeden Einzelnen und für alle Menschen führt. Geliebte Herzensmenschen, seid bereit für den großen Wandel. Denn alles, was geschieht, folgt einem Plan. Es werden immer mehr Menschen erwachen und sich gegen die Entscheidungen eurer Machthaber richten. Ihr seid so stark, dass sich die Gegenseite immer wieder neue Dinge einfallen lassen wird, um zu versuchen, euch zu manipulieren. Jedoch sind wir, die geistige Welt, auch noch bei euch, um euch zu führen und zu schützen. So habe ich heute ein Geschenk für euch mitgebracht. Es ist ein Geschenk der Heilung der Verletzungen für eure Seelen und wird euch und dir, jedem Einzelnen, sehr gut tun. Wenn du nun dieses Geschenk empfangen möchtest, lege bitte jetzt deine Hände auf dein Herz. Spüre die Liebe von Erzengel Raphael, denn ich stehe genau vor dir und sende jetzt einen heilenden Strahl der Liebe in dein Herz. Nimm nun diese Liebe an und fühle, wie du von Liebe umgeben bist. Spüre die heilenden Lichtstrahlen, die aus der göttlichen Quelle kommen, um dich zu heilen und stark zu machen. Lasse diese Strahlen dein ganzes Wesen mit Kraft, Liebe und Mut erfüllen. Ich, Erzengel Raphael, bin bei dir und bei euch allen. Mit diesem Lichtstrahl, mit dieser heiligen Liebe aus der göttlichen Quelle, machen wir euch unverletzbar und stärken euren eigenen Willen, stärken den Weg, den ihr zusammengeht, um die Welt in die höhere Dimension der Liebe hineinzutragen. Ich, Erzengel Raphael, ich bin bei dir und bei euch allen. Ihr seid niemals allein, meine Geliebten. Erinnert euch in Zeiten der Bedrängnis immer an diese Worte. Ich bin Raphael, euer Schutzengel und Beschützer des Lichtes. Ich sende Heilung zu den Menschen und zu den Tieren. Ich sende Heilung über die ganze Erde. Und Heilung geschieht immer dann, wenn du mich rufst, so wie auch jetzt in diesem Augenblick. Und dies geschieht so, wie es gut und richtig für dich ist. So sende ich dir den Segen von Smarana,
und verabschiede mich jetzt voller Liebe von dir. Alles wird gut. Und ich danke Erzengel Raphael dafür, dass du uns diese wundervolle Botschaft gebracht hast. Und ich danke dir, dass du sie gehört hast. Ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Und ich wünsche mir, dass die Liebe von Erzengel Raphael in eurer Aura fließt, in eurem Energiekörper euch unterstützt und trägt, dass sie ab jetzt ein ständiger Begleiter für euch sein wird. Wir werden im Webinar mit Erzengel Raphael noch ganz viele schöne Botschaften erhalten. Und vielleicht magst du dich anmelden, unter dem Video ist der Link dazu. Ich sende dir eine Herzensumarmung. Alles Liebe.